Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer kleinen Shorty. Wir schauen, was die nächsten Tage hier so ansteht für dich, wer oder was auf dich zukommt und welche Botschaften ich dir übermitteln darf. Und ja, ich arbeite heute wieder mit den verborgenen Antworten von Sunny Love, Teil 1 und Teil 2 und noch ein paar andere Kärtchen. Aber wir schauen einfach mal, wie viel wir davon brauchen. Und ja, dann legen wir mal los und schauen mal, was so die Themenchen sind oder was denn jetzt hier auf dich zukommt. Eins ist schon rausgefallen. Fantasien, okay. Jemand hat Fantasien in Bezug auf dich, denkt sehr viel an dich oder du bist es jemand, der oder du bist derjenige oder diejenige, die hier viel Kopfkino hat und sich vielleicht sehr viele Fantasien mit jemandem ausmalt. Schauen wir mal weiter. Schon gewesen und wir haben hier keine Aktion. Okay. Unterm Deck haben wir den Sommer. Also es könnte schon seit Sommer so sein oder vielleicht ist der Sommer eine Zeit, die für euch oder für dich hier wichtig ist. Auf jeden Fall hat hier jemand Fantasien in Bezug auf dich, aber man hat irgendwo keine Aktion oder man macht aber nichts. Na, man ist in der Stille, man ist im Rückzug, irgendwie passiert nichts. Also man kann sich sehr viel vorstellen in Bezug auf dich, ja. Und man denkt anscheinend auch ständig an dich, aber irgendwie, kommt hier nichts ins Hüflein, ne? Also man ist hier irgendwo verzaubert, ja. Man hat Schmetterlinge im Bauch, man kann dich nicht vergessen. Man hat eine tiefe Verbindung zu dir, aber hier hat jemand die Pause eingeschaltet, ne? Schauen wir mal, was das hier ist. Und was geht da? Genau. So, mal schauen. Und die Unterstützung und den Fuchs. Seht ihr das dann noch? Ja, das seht ihr noch. Dann haben wir das Kind, den Bären und die Fische. Und die Vollendung. Okay, also hier sieht man, na, man hat irgendwie... möchte man irgendwo Unterstützung geben, aber man zweifelt daran oder man ist irgendwo, man beobachtet, man ist vorsichtig, man traut dem ganzen Braten nicht. Ne? Wir möchten einen Neuanfang, ne? Aber zu diesem Neuanfang, ne, braucht es Mut und hier ist das Thema Kraft, Stärke, Mut ist hier wirklich noch in den Kinderschichten. Hier traut sich jemand nicht. Hier traut sich noch jemand nicht, mutig zu sein und einfach auf seine Gefühle, auf seine Emotionen zu hören oder es einfach auch mal dementsprechend laufen zu lassen, also sich auf das Ganze einzulassen. Da ist noch zu viel Misstrauen hier drinnen. Falsche Unterstützung kriege ich auch gerade rein. Schauen wir mal, die Vollendung, wir haben hier den Ring. Okay. Hier soll wirklich etwas vollendet werden, etwas beendet werden, ein Kapitel soll geschlossen werden. Ja? Und das weiß er, er weiß. Ne? Also wenn er das ist hier, ne, auf den du hier guckst, dann weißt du es. Ansonsten bist du das, ne? Dass man sagt, hier muss endlich mal etwas in die Vollendung gebracht werden, so geht es nicht weiter. Ja? Ein Kapitel darf geschlossen werden, die Ängste müssen hier bereinigt werden. Man hat immer so Angst vor Verlustängsten, guck mal. Oder dass die Verbindung in den Verlust gehen könnte. Es kann natürlich hier auch um einen Vertrag oder etwas mit dem Arbeitgeber sein, ne? Dass du hier Fantasien hast, was du dir hier ausmalst, ne? Was du gerne haben möchtest. Aber du traust dich irgendwie nicht. Ja? Du zeigst keine Initiative oder du... bist in der Stille, gehst erstmal auf Abstand, ne? Weil irgendwo zweifelst du da daran, dass es hier verwirklicht werden könnte oder dass du Unterstützung bekommen könntest in einer Sache, ja? Irgendwo zweifelt man da. Oder eben, wie gesagt, dein Gegenüber. Schauen wir mal weiter. Andere Steck. Was ist denn da los?
So, wir haben hier auf die Unterstützung den Klee und wir haben hier auf den Fuchs den Reiter. Naja, es ist auch so, dass man hier schlau sein möchte. Ja, man möchte hier nichts irgendwo falsch machen, man möchte hier nichts verderben. Es wird aber auch in Kürze hier was kommen. Ne? Also hier kommt in Kürze eine Bewegung rein. Ne? Das dauert nicht mehr so lange. Aber es ist irgendwie, sagen wir, dass man schlau durchdacht oder dass man einfach schauen muss, dass man hier nichts falsch macht. Ja, das, was man macht. Weil man möchte es nicht noch mehr zu einer unnötigen Belastung machen oder nicht noch zu einer größeren Belastung, sondern man möchte eigentlich an dieser Belastung arbeiten. Ja, hier ist die Arbeitskarte oder man möchte ja irgendwas tun. Weil ja hier eigentlich schon zu viel Wirrwarr ist. Ja, also hier ist irgendetwas, was noch im Verborgenen liegt, ja, aber das wird beendet werden. Hier hat man, hier ist Herzschmerz, hier ist Liebeskummer zu sehen oder irgendetwas, was am Herzen nagt, ja, aber es wird rausgehen. Also hier kommt in Kürze eine Bewegung rein, aber noch ist es so, dass man sagt, man misstraut hier einfach, ja, man weiß nicht, man ist sich nicht sicher, ob man hier auf dich zugehen vielleicht sollte, na, ob man hier einen Vorschlag geben sollte, ob du vielleicht eine Unterstützung überhaupt annimmst, oder du bist dasjenige, ne, du musst jetzt wirklich hier auf, ich habe schon wieder Sprachfehler, ne, du gläufiger Merkur, du musst es auf deine Situation hier ummünzen. Ja, es kann auch irgendwas Geschäftliches sein, wo du zweifelst daran, ob dieses Projekt mit einem Menschen überhaupt hinhauen könnte, ne? Weil das wäre irgendwas Neues, was sich entwickeln soll, was entstehen soll, wo es vielleicht auch um viel Geld geht, ne, dass du hier auch überlegst, hat das überhaupt Sinn, ja, da ist man einfach vorsichtig, ne? Ist aber also auch in Ordnung ist, ne, bevor man irgendwo reinläuft. Aber es ist ja auch wichtig, auf dein Bauchgefühl zu hören, ne, weil das sagt dir in der Regel auch schon sehr, sehr viel. Dann haben wir genau drei Karten bekommen, den Berg, die Sterne und das Kind. Es geht darum, dass hier eine Blockade, die hier noch da ist, ja, oder etwas, was jetzt gerade hier sehr, sehr herausfordernd ist, einfach durch Mut und Stärke hier geklärt wird und es dann einfach auch in diesen Neuanfang gehen kann, ja. Emotionaler Neuanfang, finanzieller Neuanfang, Neustart, irgendwas, was dann sozusagen auch heranwachsen kann, ja. Kind ist immer so, etwas steckt in den Startlöchern, etwas steckt in den Kinderschüchen, ja. Irgendwas noch nicht ganz ausgereift. Und ich denke, dass es hier um, entweder um einen Herrn geht oder um eine Person, auf die du jedenfalls guckst, ne. Wahrscheinlich wird es bei vielen der Herzensmensch sein. Man sagt, er traut sich irgendwie noch nicht, ja. Das kann jetzt sein, weil es hier noch um Geld geht, um finanzielle Dinge, um Kinder, ne. Das ist die Blockade momentan noch hier, wie geht's mit den Kindern weiter. Aber das wird dann alles geklärt, ja. Hier mit dem Anwalt, finanzielle Dinge, aber auch den Mut zu haben, ne? Könnte jetzt sein, muss jetzt nicht. Oder weil er vielleicht hier, wie gesagt, jobmäßig noch irgendwo was hat, wo es jetzt schon langsam aufwärts geht, ne? Wo vieles falsch gelaufen ist oder wo er vielleicht auch an sich selber gezweifelt hat. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hier denkt jemand sehr, sehr stark an dich und zeigt aber momentan noch keine Initiative. Und das liegt eben daran, weil hier noch einiges zu klären ist. Also entweder ist man noch nicht in der Kraft, in der Stärke, im Mut drin, oder es sind halt hier diverse Sachen, die noch zu klären sind. Das wirst du am besten wissen. Wir haben hier das Haus, es geht um Stabilität, wir haben Sicherheit auch. Ja, kann hier auch sein, dass hier noch Familiensachen geklärt werden müssen. Aber für dich ist, wenn du das bist, ja, dann ist es wichtig, in deine Stabilität, in deinen Mut zurückzukehren. Ja, gleich hier was aus. Positive Gedanken, positives Mindset ist hier ganz wichtig in Bezug auf diese Verbindung oder auf diesen Vertrag oder auf diese Beziehung, ja. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ja, guck mal, Geld. Geld spielt hier eine ganz große Rolle. Also entweder hängt man hier noch irgendwo fest, ja, man hat Geldsorgen, man hat Schulden, oder man ist auf dem Fokus materielles, finanzielles, hatten wir in letzter Zeit ja auch öfters mal gesehen, ne? Dass das noch Priorität hat. Würde ich gerne noch eine dazu haben. Na, komm her.
gebunden, ja. Also hier ist jemand an Geld gebunden oder an finanzielle Sachen gebunden oder eben gebunden in dem Sinne, dass jemand noch in einer Ehe ist, in einer Partnerschaft ist. Hier funktioniert jemand nur noch, ja. Also hier ist sehr viel Einfluss von außen auch gegeben, ja, warum dieser Mensch jetzt hier nicht in die Aktion kommt. Oder vielleicht bist du das, ja, dass du hier noch irgendwo am materiellen, finanziellen festhängst oder dass eben einfach hier noch Sachen sind, ne, die dich noch nicht vorwärts gehen lassen können, ja. Oder du zweifelst, dass du sagst, naja, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt hinhaut mit dem Geld, ja. Ob ich überhaupt die Unterstützung von außen bekomme. Ich weiß ja nicht, was du genau vorhast, ja. Wenn es hier irgendwo ein Projekt ist, das du starten möchtest, dann sind ja ganz klar die Zweifel an der Unterstützung da, dass man sagt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur eine kleine Hilfe und dann kommen wir nicht voran, ne. Oder ich komme hier deswegen nicht voran, weil ich ja dann immer wieder gebunden bin, ne. Dass man hier misstraut oder zweifelt, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Aber hier kommt die Klärung auf alle Fälle rein, definitiv, ja. Entweder durch jemanden, der dir hier hilft, ne, der dich vielleicht auch unterstützt, also der dir diese Unterstützung, die du im Endeffekt anzweifelst, doch gibt, ja, dass die Klarheit hier hat und dann kommt der Neubeginn, also dann kann man wirklich starten. Also diese Zweifel, was immer hier sie ist, ja, die heben sich auf oder die werden aufgelöst. Definitiv, ja, die werden aufgelöst. Ja, man ist hier irgendwo verschlossen noch, ne? Man möchte sich selber schützen oder man hat Angst vor dieser Sache und deswegen handelt man auch noch nicht, ne? Deswegen keine Aktion hier, ist Geduld angefragt, ja, um das natürliche Wachstum, dass man nicht zu überstürzt, und das ist auch richtig so, ne? Nicht zu überstürzen, hör hier auf deine Intuition, du hast hier die Spiritualität dabei, also falls hier um ein finanzielles Projekt geht oder um irgendwelche anderen Angelegenheiten, was finanzieller Natur sind oder was mit der Arbeit im Job zu tun hat, es wird hier einen Neuanfang geben. Ja. Spiritualität leitet diesen Neuanfang rein. Will einfach fließen lassen, laufen lassen. Wenn es hier um deinen Wunschpartner geht, ja, dann hat der im Endeffekt oder ist der im Endeffekt verschlossen hier, weil einfach diese Sachen hier noch da sind, ja. Geld, dann ist er vielleicht noch in einer Partnerschaft, muss aber nicht sein, ne? Oder hat noch andere weibliche Verpflichtungen. Und deswegen ist er auch so verschlossen momentan, ja, dass man hier an diesen Menschen auch gar nicht herankommt. Ja, dass man sagt, naja, schwer zugänglich, ne? Also du vielleicht auch keinen Kontakt oder wenn dann nur sporadisch oder er sagt nichts, ne? Also, weil der hat momentan, wie gesagt, das um sich rumgebaut, ne? Weil er hängt so wirklich in den Schwierigkeiten drin. Und du bist auch ein Rätsel momentan für ihn. Ne? Dich kann er auch nicht einschätzen. Aber er möchte halt hier gerne eine Chance haben, ja. Also, dass man sagt, ja gut, es ist schwierig, aber es ist durchaus möglich, ne? Also eine Lösung wird sich hier tatsächlich finden, ne? Vielleicht kannst du auch die Situation momentan nicht einschätzen, ne? Dass man sagt, ja, ist irgendwie alles so geheimnisvoll, aber es wird sich tatsächlich klären, ja. Es gibt hier Möglichkeiten und Chancenlösungen zu finden. Weil das hier auf deinem Seelenplan steht, ja, weil das, da sollst du auch ins Vertrauen gehen. Genauso, wenn es hier um diese Seelenliebe geht, ja, ins Vertrauen gehen. Aber eben auch schauen, ne, dass man sagt, so, bis hier noch nicht weiter, also die Grenzen auch achten. Die Grenzen des anderen achten, aber auch der andere deine Grenzen zu achten, wenn du das hier bist. Dass man sagt, ne, ich brauche jetzt einfach hier noch meine Geduld, ich brauche jetzt einfach noch meine Zeit, bis ich das hier habe, ja, bis ich meine Lösung weiß, wie es weitergeht. Weil eigentlich ist es meine Einheit, ja. Und es wird auch wieder eine Zusammenkunft geben, guck mal an, ne, also... Wenn hier etwas geplant wird in einem Projekt, dann wird es hier etwas zu feiern geben. Ja, der ganze Aufwand, die ganzen Bemühungen werden sich lohnen. Wenn du hier auf dein Gegenüber guckst, ja, auch da wird es eine Zusammenkunft geben. Man wird wieder eine Zeit zu zweit beginnen. Wir haben hier den Neubeginn da. Ja, also es geht um dieses Optimistische, wirklich auch positiv zu denken. Ne? Aber irgendwas wird sich ja auflösen, in den nächsten Tagen schon, guck mal. Also, wie gesagt, momentan sieht man hier, man denkt zwar viel nach, aber noch ist keine Aktion. Braucht auch noch ein bisschen Zeit, aber die Aktion wird kommen. Die Aktion wird kommen. Schauen wir mal, was wir noch an Informationen hier bekommen. Was haben wir da? Wieder den Lady Sommer. Entschuldigung, jetzt muss ich niesen. Ja, dann ist es schon wahr. Wenn ich niesen, wo ist es wahr? So, ja, es geht wieder um Leichtigkeit, ne? Wärme.
Man möchte wieder glücklich und zufrieden sein. Das ist momentan der Punkt hier. Ja? Und da zweifelt man ein bisschen dran, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Weil man hier eben, wie gesagt, mit diesen Sachen hier noch zugange ist. Also hier möchte auch jemand wieder in den Lebensgenuss kommen. Ne? Entweder du oder wie gesagt dein Gegenüber. Und es kann sein, dass sich eben das schon seit Sommer so zieht oder dass seit Sommer da eben schon was ist. Also, oder vielleicht auch diese Jahreszeit von euch von Bedeutung ist. Und hier haben wir die Tigerlilly. Ja, hier ist es so, dass man sich auch wehrt gegen diese Dinge. Ne? Also so ein bisschen, man ist zwar schon mutig und aufgeweckt, aber trotzdem, wie ich es vorhin schon sagte, man hat so ein bisschen Zweifel, ob man dann vielleicht doch in einer Abhängigkeit drin ist. Ja? Dass man sagt, man kommt da nicht mehr raus oder man ist dann irgendwo gebunden und kann nicht mehr frei entscheiden. Und die Tigerlilie ist so eine, wo man sagt, ja, aber ich möchte mich nicht binden. Also ich möchte unabhängig bleiben. Ja, ich bin begabt, ich habe alles. Aber ich mache mir auch meine Freiheit hier nicht nehmen lassen. Also es kann auch so sein, ne? dass vielleicht hier so Sachen noch da sind, irgendwelche Klauseln oder so, wo man sagt, weiß nicht, ne? Aber da kann man dann natürlich nochmal neu aufsetzen oder ändern. Ja, wichtig ist, da dran zu bleiben. Das ist das, was ich hier auf alle Fälle für Projekte oder was du hier beruflich oder finanziell anstrebst, ja, dass man sagt, man kann das immer noch ändern. Ja, also jetzt, da ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Und hier kannst du es auch mit jemandem zu tun haben, also entweder jemand, der noch gebunden ist, ja, also der sich erstmal unabhängig machen möchte, der erstmal seine Sachen hier regeln möchte. Es kann natürlich auch jemand sein, der sich gegen der Bindungsangst hat. Hatten wir vorher nochmal gesehen unter den Karten. Ne? Wo ist es denn? Hier, die Bindungsangst. Aber da weiß man sowieso, dass man handeln muss. Ne? Also es kann auch jemand so sein, der sich wehrt gegen diese Verbindung, obwohl man hier eigentlich das Glück hätte. Was haben wir hier unten drunter? Tanz mit dem Teufel. Was ich bei dir hier wahrnehme, ist, dass man sagt, naja, vielleicht gerate ich wieder in eine Situation rein, wo ich nicht reingeraten will. Ja, dass man sagt, hat es wieder mit Manipulation zu tun oder wird wieder Macht ausgeübt. Ja, das kann, wie gesagt, in diesem Projekt sein, es kann aber auch in Partnerschaft oder diesem Wunschpartner hier sein, dass man sagt, nee, man hat da Angst, wieder in irgendwas reinzugeraten, wo man nicht reingeraten will. Das bekomme ich ja. Also viele Ängste, die hier noch eine Rolle spielen. Man will hier irgendwo die Kontrolle behalten. Ja, man möchte, man kann zwar an dem anderen, also man kann den anderen nicht loslassen, man möchte zwar festhalten, ja, aber man möchte auch nicht irgendwo wieder reingeraten. Also das ist so ein bisschen Ambivalenz, der Zweifel, Zwiespältigkeit, ne, die wir hier wahrnehmen. Weil man Angst hat, dass man sich hier wieder verheddelt, ja, dass man hier wieder irgendwo nicht mehr rauskommt, dass es hier wieder irgendwie genauso wird wie früher oder dass es hier wieder irgendwo, passt einfach noch nicht, ja. Es kann auch sein, dass hier jemand noch mit dem Teufel tanzt aktuell, ja. Also entweder die Zweifel da sind, dass das passieren könnte oder man aktuell eben noch in so einer Verbindung ist. Ich hatte es vor kurzem erstmal, wo ich geredet habe von der narzisstischen Verbindung, dass da jemand noch drinnen hängen könnte, dass man noch im Netz der Spinne ist und dass es momentan eben noch der falsche Zeitpunkt ist. Und das haben wir hier auch mit der Geduld, ne. Es braucht jetzt einfach so, dass man sagt, so, es muss jetzt erstmal etwas gemacht werden, ja. Und wir haben aber hier aktuell noch keine Aktion dabei, ne? Das ist der Punkt. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, hier geht es noch um ein Kindheitstrauma, das man noch hat, oder eben ein Gefühl des Verlassenswerden, das nun aufgearbeitet werden soll. Ja? Weil das, was früher passiert ist, hat hier und jetzt keinen Platz mehr. Ja? Und man soll ja auch hier unbesorgt sein, weil man ist beschützt. Also das wiederholt sich jetzt hier, weil genau das habe ich schon gesagt. Und hier haben wir innerhalb der nächsten 3 Monate gibt es für dich ein Happy End auf ganzer Linie. Ja? Also es, aber das passt auch, weil ich hatte immer schon gesagt, ne? Frühjahr, so Richtung Frühjahr, Winter, Frühjahr ist das Ganze hier. Kann schon in den nächsten Wochen sein, innerhalb der nächsten 3 Monate. Das heißt ja nicht, dass es exakt 3 Monate sind, sondern innerhalb. Und man sieht ja, ne, die Sachen, wie ich schon sagte, die lösen sich auf. Aber hier ist einfach jemand,
entweder bist du das oder dein Gegenüber, wie gesagt, der einfach noch viel zu Angst hat, viel zu viel Zweifel hat, dass man irgendwo wieder reingeraten könnte. Oder man ist eben irgendwo noch drinnen, wo man gerade irgendwo sagt, puh, wie komme ich da eigentlich raus, ne? Und deswegen ja, braucht es hier noch ein bisschen Geduld, bis man diese Angst überwindet. Aber die wird sich klären. Ja, sich für dich zu entscheiden, dass diese tiefe Liebe und Verzauberung, die er oder sie für dich hier empfindet, macht ihm oder ihr noch Angst. Ich sag gerne. Dennoch ist er oder sie völlig gefesselt von dir und kriegt dich einfach nicht aus dem Kopf, weil er oder sie dich liebt. Ja, das haben wir hier. Und was haben wir noch? Eieiei, okay. Also es kann bei einigen tatsächlich auch hier um eine Dreierkonstellation gehen, ja, dass also hier noch jemanden gebunden ist, also noch in einer anderen Partnerschaft ist oder vielleicht noch verheiratet ist. Aber er oder sie wird sich hier um 180 Grad drehen. Ja? Also die Transformation, die hier schon da liegt, ja, ist ja auch bereits im vollen Gange. Und er oder sie geht damit ein großes Risiko ein. Ja, aber das wird ihm danach nicht mehr so wichtig sein. Weil, und es ist halt dieses Risiko, ja, das er hier hat, aber sein Leben oder ihr Leben wird halt hinterher dann auch nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und genau um das geht es, ne? Also es verändert sich zwar viel. Klar ist es ein Risiko, das haben wir ja immer, weil wir für nichts eine Garantie haben. Aber hier sage ich ja, hier wird sich was drehen, ja? Also wenn hier jemand noch in einer Verbindung ist, ja, dann wird er sich aus dieser Verbindung lösen, ja? Braucht halt nur noch ein Momentchen. Weil halt, wie gesagt, gewisse Dinge noch zu klären sind. Es kann jetzt hier ein Neuanfang im Job sein, ja, wo es dann auch wieder ums Geld geht, Kindesunterhalt, mit dem Anwalt hier noch Probleme, ja, die Klärung mit den Kindern, was muss man dann zahlen zum Beispiel, ja. Oder wenn es hier um einen Neuanfang im Job geht, dass wir hier auch die Klarheit drauf haben, ja, dass hier erstmal momentan noch die Herausforderung ist, ja, klärt sich aber die Blockade und es geht in den Neuanfang rein. Es ist halt nur noch mit ein bisschen Zeit verbunden, ne? Was haben wir hier unterm Deck? Ja, schau mal. Eure Herausforderung, die besteht darin, euch gegenseitig eure Gedanken mitzuteilen und diese nicht für sich zu behalten. Redet bitte offen und ehrlich miteinander. Ja gut, wenn das aktuell nicht möglich ist, es geht vielleicht auf der Seelenebene, ne? Aber wichtig ist, auch sich selber oder zu sich selber offen und ehrlich zu sein. Ist auch ganz wichtig, ne? Er wird sich sowieso hier entschuldigen, ne? Sehe ich ja auch nochmal. Also er wird sich entschuldigen, dass er immer quasi wie so ein Geist von jetzt auf gleich irgendwo wieder verschwunden war. Ne? Dann ist er wieder da, dann ist er wieder weg. Und vielleicht auch den Kontakt zu dir abgebrochen hat oder dich blockiert hat oder was weiß ich, was so alles möglich ist. Ne? Und der wird aber die Größe dazu bekommen, dieses Verhalten zu reflektieren und es wird ihm leid tun. Ja? Also das, ich sag ja, irgendwas klärt sich hier auf. Ne? Ob das jetzt hier, wie gesagt, im Finanziellen, im Beruflichen ist, irgendwo klärt sich was auf. Ne, es dauert noch ein Momentchen hier. Ziehen wir uns noch eine Zeitkarte drauf, so ungefähr wissen. Schauen wir mal, was wir da für eine Botschaft kriegen. Die Blätter fliegen, wird Zeit für einen Waldspaziergang. Also wir sind noch im Herbst und wir haben noch keinen Winter. Ne? Winteranfang ist, ich glaube, 21. Dezember oder sowas. Also es kann durchaus noch jetzt im Herbst sein. Ja? Zumindest hätten wir jetzt mal so eine Tendenz hier. Was haben wir hier unten drunter? Ängstlich, ich traue mich noch nicht. Ja, jemand traut sich noch nicht. Oder du bist diejenige, die sich hier noch nicht traut, diese Sache hier zu machen, was immer du hier vorhast. Na, du hast Fantasien, du hast alles da, aber du zweifelst eben noch. Und dann gib dir die Zeit, na, die Spiritualität unterstützt dich, der Neuanfang wird reinkommen. Du brauchst mit dir hier selber dann noch ein bisschen Geduld, aber alles wird sich zum Guten wenden. Ja? Und wenn du hier auf eine Person schaust oder auf deinen Herzensmenschen, dann ist es einfach, weil hier einfach, ja, es ist die Angst, ja, entweder bei dir oder bei ihm, wo man sagt, man traut sich einfach noch nicht, aber es wird sowieso kommen, ne? Also es ist spätestens jetzt im Herbst oder ist es vielleicht auch schon in Gange, kann ja auch sein, ne? Jeder hat eine andere Situation, dafür gibt es ja auch die privaten Legungen, wo man da nochmal explizit drauf schauen kann,
Ihr könnt euch auch die Minileagungen buchen, ne, die per Sprachnachricht verwendet werden. Sie und ich zum Beispiel wird gerne genommen, dass man mal beider Seiten betrachten kann. Aber so, ja, spätestens müsste das sich im Herbst noch lösen. Ne? Weil man sich eben, wie gesagt, die Angst ist noch da, man traut sich nicht. Ja, hier haben wir auch spätestens zum Valentinstag. Ja, ich sage ja, innerhalb der nächsten 3 Monate, spätestens dann wird man hier mit einer Liebeserklärung auf dich warten oder wird sich diese Sache, die du hier vorhast, dann auch wirklich umsetzen. Ja, ihr wisst ja, Zeit ist relativ, deswegen arbeite ich ja immer ungern mit Zeitkarten, ne? Weil man sich dann so drauf fixiert. Aber lange ist das nicht mehr und das haben wir ja auch schon in den letzten Legungen gesehen. Ja, es ist nicht mehr lange. Also habt Geduld. Na gut, das war deine Legung. Ich schaue mir natürlich auch dein Gegenüber an. Mal gucken, was ich hier zeigen möchte, was bei deinem Gegenüber da so los ist. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also, bis dann. Ciao, ciao.